Was will die Vollgeldinitiative? Geld ist heute ein Produkt des Finanzmarktes. Ein Produkt. Die Banken schaffen es aus dem Nichts. Und weil sie mit Geld Geld verdienen können, machen sie immer mehr. Viel mehr, als die Realwirtschaft braucht. Das ist die Grundlage aller Finanzblasen. Aber warum können die Banken das? Weil die Politik im Schlepptau der ökonomischen Wissenschaft denkt, sie müsse ihnen das erlauben. Das muss sie aber gar nicht. Die herrschende Volkswirtschaftslehre behandelt den Finanzmarkt grundsätzlich wie einen gewöhnlichen Markt, in welchem das Gesetz von Angebot und Nachfrage über den Wert von Geld und Kapital bestimmt. Auch juristisch gelten die Banken und Börsen als privatwirtschaftliche Unternehmen, welche sich auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können und damit durch ein liberales Grundrecht vor dem Zugriff des Staates geschützt sind. Die Finanzbranche betreibt aus dieser Sicht eine private Tätigkeit, gleich wie der Bäcker oder der Gastwirt. Auch diese unterstehen ja einer Lebensmittelpolizei, weil ihre Tätigkeit die öffentliche Gesundheit gefährden kann und die Konsumenten selbst nicht in der Lage sind, die Gefahren, welche ihnen aus verdorbenen Lebensmitteln erwachsen können, rechtzeitig zu erkennen. Bei den Banken geht es letztlich um das Gleiche. Ziel ist der Konsumentenschutz, hier als Anlegerschutz oder als Schutz der Unternehmer vor Risiken im Geld- und Kreditmarkt. Nun, der Finanzmarkt ist freilich kein gewöhnlicher Markt. Er ist eine Infrastruktur der Realwirtschaft. Er versorgt diese mit der notwendigen Energie, dem Geld. Das Geld ist eine Institution, die der Staat der Wirtschaft zur Verfügung stellt, genauso wie er garantiert, dass Straßen, Elektrizität oder Postdienste angeboten werden, damit sie sich entfalten kann. Geld und Kredit gehören zur Infrastruktur, auf welche die Realwirtschaft zählen können muss. Sie dürfen daher nicht dem egoistischen Interessenspiel der Marktteilnehmer überlassen werden, sondern müssen im Gesamtinteresse der Allgemeinheit nach Grundsätzen der Solidarität und Fairness dem Markt vorgegeben werden. Sie sind Teil der übergeordneten Ordnungspolitik, nicht der Interessenpolitik, die im Rahmen dieser Ordnungspolitik laufen darf und soll. Sie gehören zu den Spielregeln und nicht zum Spiel des Marktes. So kürzlich auch der liberale Ökonom James Buchanan, sicher allen bekannt, im NZZ-Verlag gesagt, wir sollen von Spielregeln reden, statt von einem Spielstein im Spiel. Und das sei heute leider der Fall. Das müsse gehen. Der Finanzmarkt kann damit ein Service public werden. Reizwort, aber ich erläutere es. Ein Service, welcher öffentliche Interessen wahrzunehmen hat. Ja, er wäre sogar Bestandteil unseres Order public, das heißt der fundamentalen Rahmenordnung, welche Staat und Recht nach den Grundsätzen einer liberalen und zugleich gerechten Ordnung des Zusammenlebens dem Markt vorgeht. Gefordert ist damit ein anderes Verhältnis von Staat und Markt, soweit es um den Finanzmarkt geht. Die künftige Finanzmarktordnung darf nicht mehr vom alten Bild eines privaten Marktes ausgehen, der bloß einer polizeilichen Regulierung untersteht. Sie muss die Staatsverantwortung für das Geld ernst nehmen. Der Bund muss die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit sicherstellen. Die einzelnen Kredite werden zwar wie bis heute von den Banken vergeben, aber die Banken sind dabei an die Wahrung des öffentlichen Interesses gebunden. Erst damit können wir volkswirtschaftlich schädliche Geschäfte, die Wetten gegen die Währung oder gegen Nahrungsmittel oder Leerverkäufe usw. so verbieten. Die Banklizenz für den Zahlungsverkehr und das Kreditgeschäft wird nur noch Banken erteilt, welche sich in den Dienst der Realwirtschaft stellen. Meine Damen und Herren, Staatsaufgabe bedeutet nicht Verstaatlichung. Das ist ein Missverständnis, das uns schon entgegengebracht worden ist.
Zwischen Staat und Markt gibt es ein breites Spektrum, und zwar von Mischverhältnissen, die sich seit Jahrzehnten entwickelt haben. Öffentliche Aufgaben werden in unterschiedlichster Weise durch ein Zusammenspiel des Staates mit Privaten erfüllt. Das ist heute Praxis. Im Bereich des Finanzmarktes wird eine Aufgabenteilung zwischen der Nationalbank und der Finanzbranche zu suchen sein. Die Banken erfüllen ihre Aufgabe treuhänderisch. Heute haben sie keine Treuhandpflichten, aber ihnen gegenüber nicht. Sie werden sie treuhänderisch erfüllen und unter der Aufsicht der Nationalbank. Die Lösung der Vollgeldinitiative lautet also folgendermaßen: Die Nationalbank bestimmt die Geldmenge nach demokratischem Gesetz. Die Banken bestimmen die Verteilung dieser Geldmenge nach Marktgesetzen. Eine klare Aufgabenteilung. Nun, wie will das die Vollgeldinitiative verwirklichen? Ich erwähne hier nur die drei zentralen Forderungen, die in die Verfassung aufgenommen werden sollen. Artikel 99 Absatz 1, Sie können es lesen. Während der Bund bisher nur eine Kompetenz zur Schaffung von Münzen und Banknoten gehabt hat, wird ihm neu der gesamte Bereich Geld und Finanzdienstleistungen zur umfassenden Regelung übertragen. Die Finanzmarktordnung, die er zu schaffen hat, wird zu seiner Versorgungsaufgabe, die er auch in Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit erfüllen kann. Der Bund bleibt dabei an das öffentliche Interesse und an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden, Verfassungsgrundsätze, die überall gelten. Gewährleisten heißt, die Gesamtverantwortung dafür tragen, dass die öffentliche Dienstleistung überhaupt erbracht wird, und zwar in einer Weise, die dem Gesamtinteresse der Gesellschaft dient. Das Finanzwesen bleibt dabei ein Markt. Der Bund kann aber den Markt in verhältnismäßiger Weise steuern, das heißt, soweit als dies im öffentlichen Interesse geeignet und erforderlich scheint und den Privaten zugemutet werden kann. Verhältnismäßigkeit. Zu Artikel 99 Absatz 2, Sie haben es auch vor Ihnen, dieser Absatz formuliert das Kernanliegen der Vollgeldreform. Wie bisher wird das Geld- und Währungswesen zur ausschließlichen Kompetenz des Bundes erklärt. Neu sind aber gesetzliche Zahlungsmittel nicht mehr nur Münzen und Banknoten, sondern auch das Buchgeld, das elektronische Geld, das 90% unseres Geldes ausmacht. Die Geschäftsbanken können somit kein eigenes Buchgeld mehr schaffen. Das heißt, für jeden Kredit, den sie vergeben, müssen Sie das nötige Geld besitzen, als Eigenkapital oder als Kredit eines Dritten, der Ihnen sein Geld anvertraut. Sie sind damit allen anderen Unternehmen gleichgestellt. Das gilt ja für alle Unternehmen sonst. Das bisherige Privileg der Banken, Geld aus dem Nichts zu schaffen, entfällt. Dieses Privileg war schon immer eine Anmaßung. Die Geldschöpfung darf nur der Gemeinschaft von uns allen zustehen, also dem Staat, der es durch eine von Wirtschaft und Politik unabhängige Nationalbank ausgibt. Von Wirtschaft und Politik unabhängige Nationalbank. Aus dem Initiativtext greife ich nur noch Artikel 99 Absatz 4 heraus. Auch das können Sie lesen. Es genügt nicht bloß, das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären, damit die Nationalbank die Geldmenge bestimmen kann. Das wäre schön und einfach, aber das klappt eben leider nicht. Denn solange im Finanzmarkt die Wirtschaftsfreiheit gilt, werden die Banken Umgehungsformen dieser Beschränkung erfinden und damit die Reform unterlaufen. Die Nationalbank muss dafür sorgen können, dass die Finanzbranche die öffentlichen Interessen respektiert. Damit dies erreicht werden kann, wurde in den Initiativtext eine offene Formulierung aufgenommen, welche die verschiedensten Eingriffe ermöglicht. Sie sehen ein paar Beispiele. Diese Eingriffe sind aber nicht Gegenstand der Initiative, sondern sollen vom Gesetzgeber verhältnismäßig und mit dem Ziel erlassen werden, dass die Finanzwirtschaft wieder der Realwirtschaft diene. Mein Fazit: Warum braucht es die Vollgeldinitiative? Erstens. Das Geld bildet eine Infrastruktur der Volkswirtschaft. Es schafft die notwendigen Voraussetzungen, unter denen unsere moderne Wirtschaft überhaupt erst funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut,
das staatlich garantiert und geordnet werden muss. Und zweitens, wir müssen das Staatsmonopol für die Schaffung von Geld wiederherstellen. Die Schweizerische Nationalbank muss die Geldmenge an das prognostizierte reale Wirtschaftswachstum anpassen und die Entwicklung von Blasen im Finanzmarkt verhüten können. Drittens, es braucht im Finanzbereich einen Wechsel vom Bild des freien Marktes hin zum Service Public mit privaten Dienstleistern. Die Finanzbranche muss unter Vollgeld eine Versorgungsaufgabe, also Service Public, im Dienst der Realwirtschaft und der Gesellschaft erfüllen. Das ist unser Ziel. Also wir wollen Verfassung und Gesetz der Politik überlassen. Die sollen sagen, was der Auftrag genau sein wird. Wir haben die Schranken und Richtlinien in der Verfassung drin. Aber genau wie dieser Auftrag formuliert wird, das ist eine Aufgabe der Demokratie. Die Demokratie soll das entscheiden, das ist okay. Aber dann schaffen wir eine monetative, so wie wir eine legislative, exekutive und judikative haben. Es gibt eine vierte Gewalt, die die genau gleichen Rechte und Unabhängigkeiten hat wie das Bundesgericht. Übrigens eine Forderung, die auch Jörg Paul Lichli abgestellt hat in seinem letzten Vortrag bei der Bambiers-Akademikus der Universität Luzern. Eine also den Gerichten ähnliche Position, nur dem Gesetz verpflichtet, steht in unserer Verfassung. Und das bedeutet, es kann und darf keine solchen Einflüsse geben. Wir werden natürlich darüber diskutieren müssen, wie werden dann diese Leute gewählt. Im Prinzip müsste man sagen, ähnlich wie die Bundesrichter ab. Also nicht vom Bundesrat oder von den Aktionären, wie das heute ist. Es ist ohnehin Unsinn, dass heute noch Aktionäre fast die Hälfte des Bankrates bestellen. Eine privatwirtschaftliche Lösung für eine Staatsaufgabe erster Ordnung. Rilli sagt, die Nationalbank sei heute mächtiger als der Bundesrat, wenn es darum geht, Einfluss zu nehmen auf die Wirtschaft. Also sind wir institutionell nicht auf dem Niveau, das wir sein müssten.